Kameramann noch bedarf oder So, dann erstmal ein herzliches Glück auf. Schön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Heute zu unserer Vereinsheimeröffnung der Heimattreue Niederdorf hier in Niederdorf gegenüber dem Gasthof Elysium. Presse ist heute auch anwesend. Vielen Dank dafür. Danke, Herr Schimmel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 4 Monate ist es her, 5,5, dass wir die Idee hatten und gesagt haben, wir wollen uns Vereinsheim suchen und ausbauen. Wir haben dann ein Objekt gefunden. Und nach 4 Monaten harter Arbeit und unzähligen Arbeitsstunden und Material haben wir es geschafft, dass es zu 99,8% fertig ist. Jetzt muss es noch mit Leben erfüllt werden und mit den ein oder anderen Dingen, die natürlich eingebracht werden, um es ein bisschen schön zu gestalten. Ja, wir hatten den ursprünglichen Bürgermeister gebeten, dass das Vereinsheim mit fertig eröffnet. Er ist leider terminisch verhindert, aber der Stellvertreter wurde gesandt, hat sich dazu bereit erklärt, der Herr Hubertus Schäfer. Deswegen würde ich ihm mal die Schere übergeben, dass er feierlich unser Vereinsheim eröffnet. Hup, darf ich bitten? Ja, die geht. Trommelwirbel! Ja. Jawohl! Danke auch nochmal an alle, die uns unterstützt haben. Sei es der Einzelkostner, Schäfer, Landtischler, Kuss, Bäckerei Hempel, Hausmeisterdienste Ulich, der Butzer, der Schubertcheck, Bäckerei Hempel, Schmiede und Metallbau Kühler und viele Firmen, die leider nicht genannt werden dürfen, weil sie sich sagen, wir unterstützen euch gern, aber aufgrund der aktuellen politischen Lage können wir es uns leider nicht erlauben, weil wir sonst Repressalien von Andersdenkenden befürchten zu haben, anderen Gewerbetreibenden, die zum Beispiel Berufszahnarzt nachgehen in Stolberg und dann Leute unter Druck setzen und diffamieren. Schön, dass wir es trotzdem geschafft haben. Jetzt kommt alle mal rein, schaut es euch an und es gibt natürlich Freibier! Freibier!